Hier habe ich jetzt mein schönes Paketchen bekommen, beziehungsweise meine Pakete. Ich habe jetzt hier einmal einen Schlauch, den ich mir im Baumarkt geholt habe. Ich hoffe, der ist mir nicht zu starr. Ansonsten muss ich den dann gegen einen Silikonschlauch ersetzen. Dann habe ich eben meinen Helix Max 2.0 von Aquamedic. Ich habe mich für den entschieden, weil er innen drin diesen Helix hat. Und dadurch soll dann das Wasser einfach länger durch den UV laufen und dadurch dementsprechend besser klären und ja, die ganzen Keime abtöten. Und dann habe ich lang noch eine passende Pumpe dazu gesucht und habe mich jetzt hier für die Eheim Compact On 300 entschieden. Die bringt bis zu 300 Liter und für den Helix Max 2.0, sprich, ich habe hier die 5 Watt Version. Die reicht eigentlich für mein kleines Becken aus und da steht, ich brauche eine Pumpe, die 100 bis 200 Liter ungefähr Durchfluss ermöglicht. Und durch das, dass die eben bis 300 Liter Leistung hat, beziehungsweise ich sie sogar einstellen kann, ist es eigentlich ideal, denke ich. 170 bis 300 Liter pro Stunde. So die Angaben. Jetzt gucke ich mir schon mal die Pumpe an. Ich habe mir nämlich das noch alles gar nicht angeschaut. Wie, was, wo, warum. Ich habe jetzt auch nur laut Angaben einen Schlauch gekauft mit 12 mm Innendurchmesser. Hier habe ich jetzt in der Tüte jetzt die ganzen Adapterstücke, die Fußknoppen und die Pumpe selber. Nicht mal so groß aus, also auf den Bildern sieht die immer so riesig aus, das ist auch ganz toll. Ja, und ein Haufen Anleitungen hier. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Leistung einzustellen. Da lasse ich das so laufen, was mir ja eigentlich reichen würde. Hier stelle ich dann einfach die Leistung ein. Oder ich kann hier sagen, ich fahre auf Vollgas, denke ich, und mache dann hier dieses Adapterstück hier hin, wo dann als Art so ein Sieb noch vorne dran hat. Aber hier kann ich dann halt, glaube ich, gar nichts mehr regulieren, so viel ich weiß. Weiß ich nicht, müssen wir mal gleich mal gucken, was wir hier für Möglichkeiten einfach haben. Jetzt ziehe ich jetzt erstmal hier diese Füßchen. Ich hoffe, das Ganze ist mir dann nicht zu laut. Weil ihr wisst, ist ja mein Aquarium bei meiner Tochter im Zimmer und dann sollte das so leise wie möglich sein. Also wenn es mir ein wenig zu laut ist, zu weit brummt oder sonst irgendwas, dann muss ich mir mal wohl hier auch einen Silikonschlauch holen. Aber ich denke jetzt bei dieser kleinen Pumpe wird das jetzt nicht der Fall sein. So, dann hier ein Stück, wo hier oben drauf kommt. So. Ich bin gespannt, ob der Schlauch da drauf passt. Ja, mit etwas Druck wird da drauf passen, ist perfekt. Brauche ich wahrscheinlich, vielleicht als Sicherheit, nur einen einzigen Kabelbinder drauf machen. Und dann hebt das Ding. Ja, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ding hier wegzumachen. Da habe ich das Nadelrad. Wenn ich jetzt das hier wegmache und das hier dran mache, oder irgendwie so. Und ich muss. Stimmt, ich muss das hier wegmachen. Ja, dann kann ich auch sogar mit dem Ding hier regulieren, wenn ich das da hier einstelle. Also ich werde es mir mal überlegen, je nachdem an welche Stelle ich das dann montiere, ob ich das jetzt nur so lasse oder ob ich dann, sag ich mal, das da hier montieren werde. Das sehen wir dann. Ja, so viel zu der Pumpe. Also, sieht eigentlich mal ganz gut aus. Das Ganze wieder auf die Seite und jetzt kommen wir mal zum Herzstück von dem Ganzen hier. Das war der Helimax. Ich habe den jetzt nicht nagelneu gekauft, sage ich mal, aber ich habe den mir gut bei eBay Kleinanzeigen ergattert. Da gab es den, habe ich ihn für, glaube ich, 30 Euro billiger als neu gekauft und der ist nagelneu, also der war nicht im Einsatz. Den hat wohl jemand gekauft und nie verwendet. Der sieht aber doch größer aus, als ich jetzt dachte. Ich habe
bin jetzt echt davon ausgegangen, das ist jetzt so ein kleines Ding hier, aber echt riesig auch so im Vergleich zu dem, was ich jetzt gedacht habe. Also wenn man jetzt auch so das kleine Pümple hier anguckt, zu dem Ding hier, aber ja, da müssen wir uns das Ganze auch erstmal anschauen. Was haben wir jetzt hier drin? Da sind die Schlauchanschlüsse. Aha. Das Trafo wahrscheinlich, Steuereinheit. Dann ist da nicht drin. Dann diverse Anleitungen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich das Ganze hier alles überhaupt befestige in meinem Schaltschrank, in meinem Technikschrank, da ist ja gar nicht so viel Platz. So. Ja, hier die Lampe selber. Wie gesagt, ist echt riesig. Ich hoffe, die guckt mir hier nicht irgendwie raus. Dann hier ein kleines Guckröhrle, glaube ich, wo ich überprüfen kann, ob die Lampe überhaupt funktioniert. Dann die Halterungen dazu und eine Seite ist jetzt fix und eine kann ich variabel einstellen. Wie es aussieht, ist das Ganze hier jetzt mal weg. Ich muss das doch mal an. Genau, das da hier am Glas, so kommt das. Also hier an dem Schauglas, das kann ich hier eigentlich individuell einstellen. Das lässt sich hier das satt, aber es lässt sich verdrehen. Ja. Tja, guck mal, das doch mal an, was man hier alles denn machen kann. Ne? Also, das will ich hier nur eine große Skizze vom Aufbau her. Da sieht man leider nichts in der Anleitung. Genau, auf und zu. Ja, hier gibt es dann diesen Schlüssel dazu. Mit dem kann ich hier die zwei unterschiedliche Größen oder wie? Dann kann ich hier das Ganze dann auf und zu machen. Aber wieso der einmal so groß und einmal so klein ist, kann ich mir eigentlich nur erklären, dass man dann hier einen Schlüssel gemacht hat, der deckt diese Größe ab und auch weitere, damit man da nicht zig verschiedene machen muss. Ja, ich würde mal sagen, jetzt machen wir das doch ganz mal auf hier. Jetzt haben wir das Kabel hier so durch. Das ist ja wie so das Spiel der heiße Draht. Das ist ja schon mal Käse, dass das hier so rumspringt. Hinten ansetzt, dann läuft es eigentlich ganz gut. Ja, ich will mir das Ding mal auch vom Innenleben her mal anschauen. Soll ja leicht zu reinigen sein. Also das ist die Lampe. Sieht hier ein bisschen so komisch schief aus, aber das scheint nur so eine Kappe zu sein. Auf jeden Fall mal okay aus. Das testen wir jetzt nachher gleich mal in der Steckdose. Jetzt haben wir dann hier drin eben dieses das Herzstück von dem Ganzen, der Helix, wo dann das Wasser ringsherum drumherum läuft. Und dadurch sollen halt die Keime einfach, seht ihr das da drin? Dadurch sollen die Keime dann besser abgetötet werden. Ich glaube, das sieht man auf dem Video ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall läuft da drin so ein Helix. Ja. Schließen wir das Ganze mal an eine Steckdose. Und dann sehen wir weiter. Die Füßchen hier, die lassen sich dementsprechend einstellen. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier das Wasser rein muss. Und da wieder raus. Aber das gucke ich mir dann nachher in der Anleitung genauer an. Und dementsprechend da, wo der Auslass ist, genau, das muss der Auslass sein, den kann ich variabel einstellen. Jetzt muss ich dann gucken, dass ich die
wahrscheinlich so einbauen werde dann in den Schrank. Genau, und dann stelle ich das da hinten ein. Jetzt stellt sich für mich nur eine Frage. Wie habt ihr das bei euch eingebaut, die wohl so einen UVC-Klärer haben? Ich würde jetzt, sage ich mal, nach meiner Filtersocke, würde ich jetzt irgendwo diese Pumpe platzieren, wo dann eben das Wasser aufsaugt und dann durch den UVC-Klärer herläuft. Und dann hier der Auslass, wo habt ihr den? Habt ihr den dann noch vorm Abschäumer, nach dem Abschäumer oder direkt in die Pumperkammer von der Rücklaufförderpumpe? Oder? Wo habt ihr das? Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich hätte es jetzt irgendwo da wieder, ich habe ja nicht so viel Platz, irgendwo da bei dem Abschäumer irgendwo wieder einfach reinlaufen lassen. Hauptsache, ich habe da so einen Kreislauf, oder? Was denkt ihr? Könnt mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann schließe ich den jetzt mal an und gucke mal, ob das Ding überhaupt funktioniert. Sagen wir mal einen Funktionstest. Jetzt schließe ich einfach mal diese ganzen Anschlüsse hier an und dann gucken wir mal, wie das Ding leuchtet. So, jetzt mal die ganzen Kabel hier angeschlossen. Einfach um zu gucken, ob das Teil leuchtet und ja, es leuchtet. Jetzt sieht es da drin einmal und natürlich hier durch die Kontrollleuchte. Ob das so ausreichend ist? Immer mal. Ich schraube es jetzt mal auf und gucke mal vorsichtig rein. Man soll ja da nicht direkt reinschauen. Einfach nur um zu gucken, wie leuchtet denn das. Und jawohl. Das Ganze aus. Okay. Ja, somit habe ich das jetzt erhalten, mein Teil. Angeschaut. Macht mir für mich einen guten Eindruck. Und jetzt nur noch Zeit finden, um das Ding einzubauen. Und ich denke, in der Zeit könnt ihr mir bestimmt sagen, wie ich die am besten einbauen soll. Also sprich, wo der Einlauf und Auslass sein sollte. Weil da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich habe zwar ein bisschen auch gelesen, aber habe da leider nicht viel gefunden. Von dem her, da bräuchte ich mal Hilfe, wenn jemand mir sagen könnte, wie er das bei sich gemacht hat. Ideal vielleicht noch bei einem Reaver. Das wäre cool. Und dann schaue ich mal, weil ich das Ding einbauen kann. In dem Fall macht's gut.